Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Ocean an. Dieser hat über Maxda geschrieben, welches er mit 4,5 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Kredit ohne Schufa? Erfahrungen mit Maxda Kredit. Geld braucht jeder, auch die Leute mit negativem Schufa-Eintrag. Problem ist, dass fast keine Bank einen Kredit gewährt, wenn die Schufa-Auskunft sagt, dass Herr Müller vor 2 Jahren in die Privatinsolvenz gehen musste. Schulden, verzögerte Zahlungsbereitschaft und wer weiß, was sonst noch alles zu negativen Eintragungen führen kann. Es ist verständlich, dass Banken ihre Gelder an solche Leute nicht geben möchten und ihr gutes Recht, aber es ist auch allgemein bekannt, dass teilweise Schufa-Einträge für mehrere Jahre bestehen und seither könnte sich die Lage geändert haben. Kommen wir zum Punkt. Heutzutage findet man Angebote, die sagen, wir vergeben Kredite ohne Auskunft bei der Schufa einzuholen. Da fragt man sich als Verbraucher oder Endkunde sofort, ob das seriös ist oder ob sie sich dann die Informationen einfach von einer anderen Quelle besorgen. Einer dieser Anbieter mit einem solchen Versprechen ist Maxda. Regelmäßig trennen sie ihr Versprechen in der Werbung bei großen Sendern. Das Unternehmen Maxda. Die Maxda Darlehensvermittlungs GmbH hat ihren Firmensitz in Speyer und ist sicherlich dank ihrer Werbung zu einer der bekanntesten Kreditvermittlungsstelle geworden. Die Firma mit dem Spruch Maxda, das ist mein Kreditpartner, ist laut eigenen Angaben eines der größten Finanzdienstleistungsunternehmen Deutschlands. Ihr Hauptgeschäft richtet sich an Privatkunden und ist die Vermittlung von Allzweckkrediten. Ihr größtes Versprechen lautet, auch Ratenkredite ohne Schufa möglich. Was genau bedeutet das überhaupt und was ist ein negativer Eintrag bei der Schufa? Wie schon kurz in der Einleitung erwähnt, könnte ein Grund für den Eintrag etwas sein wie eine Privatinsolvenz. Generell sagt man, dass Abweichungen von geltenden Verträgen zu Einträgen führen können. Das bedeutet, man zahlt Zahlungen nur schleppend, teilweise oder gar nicht. Kreditgeber holen sich diese Auskünfte ein, um zu sehen, ob in der Vergangenheit Kredite aufgenommen wurden, die unvollständig zurückgezahlt wurden. Warum geht die Maxda und andere Kreditinstitute das Risiko trotzdem ein? Die Schufa gibt keinerlei Informationen preis über die derzeitige Einkommenssituation, die sich seit des Schufa-Eintrags gebessert oder stabilisiert haben könnte. Das erhöhte Risiko wird mit einem höheren effektiven Jahreszins ausgeglichen, den die meisten bereit sind zu zahlen. Da Maxda nicht mit der Schufa kooperiert, wird ein aufgenommener Kredit über Maxda dort auch nicht vermerkt. Die Kredite von Maxda. Kredit ohne Schufa. Der Maxda-Kredit von 3.000 bis 250.000 Euro. Garantierte kostenlose Kreditprüfung, Top-Beratung und beste Konditionen. Auch Ratenkredite ohne Schufa möglich. Individuelle Kredithöhe, Laufzeit und Wunschrate. Beim Kredit ohne Schufa tritt Maxda als Vermittler auf. Der Betrag wird dann ausgezahlt von einer ausländischen Bank, die Maxda ins Boot holt, sozusagen. Voraussetzung ist, dass man ein regelmäßiges monatliches Einkommen von mindestens 1.130 Euro vorweisen kann und man muss die Volljährigkeit von 18 Jahren erreicht haben und man darf nicht älter als 60 sein. Falls man jünger ist oder weniger verdient, kann man auch eine bürgende Person angeben und man hat dennoch Chancen auf den Kredit. Geeignet ist ein solcher Kredit also für Menschen, die finanziell ausgebrannt sind und dennoch eine Umschuldung vornehmen möchten oder Geld brauchen für dringende Anschaffungen. Der Maximalbetrag bei einem Kredit ohne Schufa beträgt 7.500 Euro. Man kann flexible Sonderzahlungen oder vorzeitige Rückzahlungen tätigen, um die Laufzeit zu verkürzen. Bei Zahlungsproblemen ist nach Absprache auch das Aussetzen einer Ratenzahlung möglich. Der Verwendungszweck bleibt bei dem Kreditnehmer überlassen. Die Bearbeitung ist schnell und findet auch über das Wochenende statt. Da man nicht auf die Schufa warten muss, ist die Bearbeitungsdauer extrem verkürzt. Der effektive Jahreszins fängt bei 3,99% an und ist individuell abhängig vom Kreditnehmer, den Raten und der Laufzeit. Man kann eine unverbindliche und kostenlose Kreditanfrage starten, die einem genau sagt, wie ein Vertrag aussehen könnte. Ratenkredit. Der Ratenkredit sieht aus wie bei anderen Banken auch. Und ohne Schufa kann dieser 5.000 Euro betragen oder eben mit Auskünften kann dieser auch 250.000 Euro betragen. Der Minimalbetrag liegt bei 3.000 Euro. Die Raten setzen sich zusammen aus Kredittilgung, Zinsen und Gebühren. Voraussetzungen hier sind Volljährigkeit und ein Nettoeinkommen von mindestens 850 Euro. Auch hier kann man einen Bürgenden nennen. Der Verwendungszweck ist hier ebenfalls dem Kreditnehmer frei. Autokredit. Bei diesem Kredit gibt es einen vorgeschriebenen Verwendungszweck. Die Anschaffung eines Neu- oder Gebrauchtwagens. Auch hier zahlt man monatliche Raten und es ist aufgebaut wie ein Ratenkredit. Vorteil beim Autokredit ist es, dass man beim Autokauf eine Barzahlung vornehmen kann,
was bei vielen Autohändlern dem Käufer zusätzliche Rabatte einbringt. Die Zusage eines Kredits ist wie bei jedem Kredit bei Magster schnell und die Wahl des Versicherers bleibt dem Kreditnehmer überlassen. Wer genauere Informationen möchte, der muss wohl eine Kreditanfrage starten, um Raten und Jahreszins einsehen zu können. Umschuldung. Eine Umschuldung führt man durch, wenn man bereits einen Kredit besitzt, dieser aber zu teuren Konditionen abgeschlossen wurde. Bei Magster kann man dann einen Umschuldungskredit nehmen, um den alten Kredit abzulösen. So kann man Zinsen und folglich Geld sparen. Beantragung eines Kredits. Schritt 1. Man wählt die Form des Kredits aus und startet eine Kreditanfrage. Dort äußert man seinen Kreditwunsch und man gibt seine persönlichen Daten an und anschließend noch Informationen zum Arbeitsverhältnis und zu den monatlichen Einnahmen und Ausgaben, Staatsangehörigkeit, Familienstand und Kinder im Haus. Schritt 2. Man bekommt per Post und per E-Mail einen Kreditantrag zugeschickt. Wenn man damit einverstanden ist, muss dieser unterschrieben werden und man muss eine Kopie der letzten Lohnabrechnung beilegen. Die Unterlagen werden nun an Magster zurückgesendet. Schritt 3. Die Unterlagen gehen in die Überprüfung. Ein Magster-Kreditexperte wird den Antragsteller kontaktieren und die Konditionen besprechen. Schritt 4. Magster sucht nach dem besten Kredit bei etlichen Partnerbanken. Schritt 5. Wenn keine Fehler vorliegen, kommt es zur Auszahlung. Diese kann bar per Post zugesendet werden oder auf ein Referenzkonto. Beim Stellen des Antrages oder im sonstigen weiteren Verlauf entstehen keine Gebühren für den Endverbraucher. Vereinbarte Zinsen bleiben über die gesamte Vertragslaufzeit bestehen. Meine Erfahrungen mit Magster. Leider kann ich nicht sagen, wie es bei Krediten ohne Schufa aussieht, da ich keinen Schufa-Eintrag habe und ich mir jetzt auch nicht extra einen einhandeln wollte, nur um das hier zu bestätigen oder zu verneinen. Was kann ich dann sagen? Magster hat sich bei mir als seriös erwiesen, denn ich habe einen niedrigen Ratenkredit beantragt zur Umschuldung, der ausnahmslos genehmigt und ausgezahlt wurde. Seitdem zahle ich keine anderen Raten als die, die auf dem Papier stehen. Ich kann nicht klagen, denn es sind gute Konditionen, die mir einen weitaus teureren Kredit vom Hals geschaffen haben. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.